Reber. Frau Reber, da ist Schmidt vom Bundesamt für Sicherheit. Guten Tag. Grüezi. Der Freitag ist es ja so, wieder so weit, oder? Was denn? Der Freitag, der 13. steht da, Frau Reber. Was? Ja, ja. Der Unglückstag, wir müssen die Bevölkerung im Vorfeld informieren und mit euch gewisse Sicherheitsmassnahmen besprechen. Hättet ihr kurze Minute Zeit? Machen Sie sich lustig über mich? Nein, überhaupt nicht, Frau Reber. Nein, nein, das ist ein Pilotversuch, den wir das erste Jahr jetzt machen, wo wir im Vorfeld... Also ich bin nicht abergläubisch, weil jetzt der 13. kommt. Den Freitag müsst ihr aus dem Haus. Wieso? Müsst ihr aus dem Haus, einfach weil Gefahr, das Gefahrenpotenzial außerhalb vom Haus... Das ist doch dummes Zeug. Okay, dann gehen wir weiter zur nächsten Frage. Die Leiter, müsst ihr unter der Leiter durch, Frau Reber? Nein, also ehrlich, wer sind Sie denn? Der Herr Schmidt. Wer sind Sie? Der Herr Schmidt vom Bundesamt für Sicherheit, Frau Reber. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie so blöde Fragen stellen. Das gibt es ja gar nicht. Müsst ihr shooten? Die tun nicht shooten, nehme ich an. Nein, also hören Sie auf mit dem, nein, mit dem dummen Zeug. Die Gefahr von im Gras, ins Gras beißen also, wäre nein, also gross. Ehrlich. Frau Reber? Reber? Frau Reber, da ist Schmidt vom Bundesamt für Sicherheit. Guten Tag. Grüß dich, Herr Schmidt. Ja, der Freitag ist es wieder so weit, oder? Für was? Freitag, der 13. steht ja. Und habt ihr kurz 1-2 Minuten Zeit? Ja. Also, gehe ich schnell den Fragenkatalog durch. Müsst ihr am Freitag aus dem Haus, Frau Reber? Ja. Okay, schwierig. Es besteht keine Möglichkeit, daheim zu bleiben. Wieso? Ja, der Freitag, der 13. ist natürlich der Unglückstag, oder? Also, dass euch also das ist aber gelogen, machen wir nicht krank. Also, dann sage ich, der Freitag, die geht aus dem Haus. Müsst ihr unter einer Leiter durch, Frau Reber? Nein, für was ist das die Fragerei? Das ist ein Pilot. Das ist eine Dienstleistung vom Staat, wo wir die Bevölkerung sensibilisieren. Nein, das ist also ein Humbug-Quatsch. Also, dann nehme ich das so zur Kenntnis, muss aber gleich noch 2-3 Fragen stellen. Tut ihr am Freitag Suppe essen, Frau Reber? Nein, also so blöde Fragen gebe ich keine Antworten. Frau Reber, müsst ihr es doch nicht unnötig schwer machen. Ich mache hier noch mit meinem Job, ich komme den Fragenkatalog. Das interessiert also mir gar nicht, aber das ist also eine Frechheit. Das geht niemandem etwas an, ob ich am Freitag, am 13. aus dem Haus gehe oder ob ich Suppe esse oder irgendwie etwas. Suppe, das ist der grösste Quatsch, das will kein Mensch wissen. Wenn ihr eine Suppe essen, dann könnt ihr noch den Löffel abgeben. Das wäre ein bisschen Gefahr am Freitag, der 13. Du, wisst ihr was? Das ist mir also zu blöd, auf Wiederhören.